Herzlich willkommen bei Dixon Photography und zu einem Objektivvergleich. Du findest auf dem Kanal viele Reviews zu Objektiven, aber bisher eigentlich wenig Vergleiche zwischen Objektiven. Und ich dachte mir, wir gucken uns mal zwei Objektive an, die im Grunde Bereich Porträtfotografie, Hochzeitsfotografie zu den schönsten Festbrennweiten gehören. Ich habe hier das 135-2.0 und das 85-1.2 dabei. Zwei sehr schöne Objektive und ich möchte dir ein bisschen darüber erzählen, jetzt wo ich beide einige Jahre gehabt habe, wie denn meine Erfahrungen sind. Und schauen wir uns zuerst einmal an, wenn wir Porträts fotografieren, Menschen, People-Fotografie, dann gibt es im Grunde zwei Philosophien erstmal. Die eine Zoom-Objektiv oder Festbrennweite. Und sind wir im Zoom-Bereich, gibt es im Grunde ein Objektiv bei jedem Kamerahersteller, das im Grunde hervorragend dafür geeignet ist. Das ist das 70 bis 200 mm 2.8 Objektiv. Das gibt es von Canon, das gibt es von Nikon, das gibt es von Sony, das gibt es auch von Sigma oder Tamron, von Drittherstellern. Und damit kriegt man großartige Ergebnisse hin. Ich fotografiere hauptsächlich mit Festbrennweiten. Der Grund ist, sie sind leichter, es ist einfacher, man ist nicht so viel am Überlegen, welche Brennweite nehme ich jetzt. Man hat noch eine offenere Blende. Es gibt also Vor- und Nachteile für beide Varianten. Ich bin bei den Festbrennweiten und deshalb geht es in diesem Video darum, was können wir denn für eine Festbrennweite nehmen, um 70 bis 200 für Porträts, Gesichter zu ersetzen. Und da haben wir das 135 und das 85er. Die Idee ist, dass ich mich jetzt selber fotografiere mit beiden Kameras auf Stativen. Beide zeigen auf mich und du siehst im Grunde beide Bilder. Ich wechsle dann die Objektive, sodass man im Grunde auch nochmal das andere Objektiv aus der gleichen Perspektive sieht. Und dann sehen wir mal, wie sehen die Bilder von dem Objektiv aus und wie sehen die Bilder mit dem Objektiv aus und welche Bilder gefallen dir besser. Und ich blende die Sachen hier immer ein, dass du ganz genau siehst, wie es ausschaut. Ich fotografiere mich selber, das heißt, niemand sonst ist hier. Ich bin One-Man-Army, eine Ein-Mann-Armee. Und ich versuche, beide Kameras gleichzeitig zu handeln. Und ich versuche, bei Offenblende zu fotografieren, soweit das geht, mit der Sonne. Die Kameraeinstellung packe ich dir dazu. Also schauen wir uns die beiden Objektive nochmal an. Das allererste, was immer erstmal wichtig ist, ist natürlich die Realität. Und die Realität ist, wenn ich mir ein Objektiv hole, was kann ich mir überhaupt leisten? Das heißt, der erste Punkt, den wir uns angucken, ist Preis. Das 135er hat mich 900 Euro gekostet neu, 899. Es gab sogar noch 125 Euro Cashback. Und ich glaube, heute ist das Objektiv sogar teurer als damals. Die Objektive sind teilweise teurer geworden. Das 85er kostet fast 1000 Euro mehr, ungefähr 1900 mal 1844 Euro, aber Pi mal Daumen mehr als das Doppelte als dieses hier. Wichtiger Punkt für Leute, die sagen, ich will mir was Gutes kaufen, aber ich will auch nicht alles, was ich habe, jetzt raushauen. Wie kann ich denn ein schönes Teleporträt kriegen für einen Preis, der unter 1000 ist? Da ist definitiv das 135er interessant. Oder du machst es wie ich. Ich habe das 85-1.2 bei eBay Kleinanzeigen gefunden für 850 Euro. Das heißt, im Endeffekt habe ich für beide gleich viel bezahlt. Objektive kaufen bei eBay, vorsichtig sein, am besten abholen. Ich habe schon mal eins gekauft und Geld überwiesen und dann kam nichts und die Person war weg. Das heißt, Geld war futsch. Ist immer das Risiko, das heißt am besten Umkreis 100 Kilometer und dann verbringst du einen schönen Tag im Umland und holst es dir dann persönlich ab. Also Preis definitiv das 135er oder eBay Kleinanzeigen, dann ist ungefähr ähnlich. Zweiter Punkt, Gewicht. Wenn man fotografiert mit den Händen, dann hat man immer etwas in der Hand, die Kamera, und das kann durchaus Gewicht haben. Am Anfang habe ich gesagt, 70-200er mag ich nicht, ist mir zu schwer, zu groß, zu auffällig, zu viel. Die Kamera soll nicht so groß im Fokus sein, die Kamera soll Nebensache sein. Die Verbindung zwischen mir und der Person vor mir ist das Wichtige. Die Kamera ist nur kurz zack zack und dann ist sie wieder weg. Und das ist mir viel zu schwer. Und wenn wir das Gewicht angucken, ist definitiv das 135er angenehmer als das 85er. Das 85er ist so schwer, dass, wenn ich die Kamera so halte, das Gewicht einfach vorne ist und das Objektiv schwerer ist als die Kamera, gefühlt. Das 135er ist super klein und leicht für ein Teleobjektiv, von der Brennweite. Und der Punkt Preis und der Punkt Gewicht geht definitiv an das 135er. Wenn es jetzt darum geht, damit zu arbeiten, was fühlt sich denn besser an? Da muss ich sagen, beide Objektive haben einen Charakter. Das 135er ist für mich der Athlet, der Sportler. Das 135er ist schnell, es ist ruhig,
es macht keinen Lärm, es quengelt nicht rum, es meckert nicht, es macht alles, was man möchte und man kann es im Grunde bei Offenblende benutzen, die ganze Zeit, bei F2.0. Ich habe es auf Hochzeiten immer bei 2.0, egal ob ich eine Einzelperson fotografiere, ein Pärchen, eine Gruppe von 4-5 Leuten, immer bei 2.0 und der Autofokus ist so gut, dass ich das nicht ändern muss. Der Autofokus ist schnell, treffsicher, auf den Punkt und bei Offenblende super nutzbar. Das ist der Athlet, der Sportler, der nie in die Quere kommt, immer ruhig ist und seine Arbeit macht. Das 85er, das ist die Diva. Die Diva willst du nicht ärgern. Die Diva ist immer quengelig. Die Diva ist langsam vom Autofokus her. Der Autofokus trifft oft nicht da, wo man will, bei Offenblende 1.2. Es ist unheimlich schwierig, hiermit zu arbeiten. Und was ich jetzt gerade sage, gilt für ältere Kameramodelle, wo du fokussierst über den Autofokuspunkt und dann guckst, dass du irgendwie das Bild scharf kriegst. Die neuen Kameras, Canon EOS RP, EOS R, 6D Mark II, 5D Mark IV, die über den Dual Pixel Autofokus verfügen, über Live View, wo du dich im Grunde per Gesichtserkennung fotografieren kannst, darüber sind alle Objektive mit Autofokus gleich gut. Da sind beide gleich gut. Das ist noch ein bisschen langsamer, aber sind beide treffsicher, auch bei 1.2, 2.0 Offenblenden. Aber wenn du eine ältere Kamera hast, 5D 3, 5D Mark II, Canon 6D die erste, dann ist definitiv das 135 super schön zum Arbeiten und das 85er wirklich eine Qual, weil du so behutsam damit umgehen musst bei Offenblende, weil der Autofokus so Autofokus ist langsam. Das heißt, wenn die Person, die du fotografierst, sich in der Zeit ein bisschen bewegt, weil das Objektiv so langsam fokussiert, dann hast du schon mal nicht die Augen scharf, sondern die Nase oder das Ohr. Und hiermit kannst du einen Hund fotografieren, der an dir vorbeirennt und hiermit nicht, weil der Autofokus zu langsam ist. Das heißt, Handling, Feeling, das 135er macht so viel Spaß. Es ist das meistgenutzte Objektiv auf Hochzeiten teilweise. Also von allen Objektiven, die ich mit habe auf einer Hochzeit, ist das teilweise das meistgenutzte. Und das ist ein Teleobjektiv, das sagt schon einiges aus über die Qualität des Bildes. Ich packe dir am Ende des Videos auch noch mal mehrere Shootings. Einmal vom 135er, wo ich Leute fotografiere, und das 85er, wo ich Leute fotografiere, alle relativ Offenblende, damit du nochmal siehst, wie weit muss ich weggehen, um damit ein schönes Ganzkörperporträt zu kriegen oder Oberkörperporträt oder wie schnell kann man damit fotografieren. Das zeige ich dir in den Videos im Anschluss. Einige Videos hiermit, einige Videos hiermit, damit du siehst, wie kriegt der Typ denn damit Bilder hin und wie sehen die Bilder damit aus. Bei unterschiedlichem Licht, Wetter, Orten. Okay. Wenn ich jetzt kein Teleobjektiv hätte, welches würde ich mir dann holen? Ich finde, die sind beide im Grunde gleichwertig vom Bildergebnis. Die sind beide sehr unterschiedlich, wenn man sie betrachtet und vom Preis und von der Geschwindigkeit und vom Handling, aber die Bilder, finde ich, sind sehr ähnlich. Ich finde es immer sinnvoll, viel Brennweite zwischen den Brennweiten zu haben. Was heißt das? Wenn mein erstes Objektiv ein 24mm Objektiv ist und ich überlege mir, welches zweite kaufe ich mir jetzt, dann würde ich mir kein 28mm Objektiv kaufen, weil 24 und 28 sind sehr nah beieinander. Das gleiche, ein 50mm Objektiv, das war mein erstes 50, und dann ein 35mm ist eigentlich auch nicht so sinnvoll, weil die sehr nah beieinander sind. Wenn ich auf Hochzeiten gehe, habe ich drei Objektive dabei an zwei gleichen Kameras. Ein Weitwinkel, ein Standard, ein Tele. Und welche das sind, ist gar nicht so wichtig. Das Weitwinkel ist entweder 20mm oder 24mm Festbrennweite. Das Standard ist immer ein 50er, das 1.2 oder 1.8. Und das Tele ist 85 oder 135. Und auf das 135... Auf das 135, weil ich damit halt noch weiter wegkomme. 135 ist viel weiter weg von 50mm. Als 85. 85 ist noch sehr nah dran an 50mm. Das heißt, wenn ich 50mm hier habe und 85 hier, dann sind die Bilder sehr ähnlich. Deswegen nehme ich lieber das 135er, weil 135 von der Zahl weiter weg ist von 50. Das ist meine Philosophie. Wenn du dir ein Objektiv kaufst, guck, dass es eine andere Brennweite hat als das, was du schon hast, damit du einen anderen Look bekommst. Und ich denke, drei Objektive ist alles, was man braucht. Ein Weitwinkel, ein Standard, ein Tele. Und mehr braucht man eigentlich nicht. Vielleicht ein Makro. Super Weitwinkel, aber das sind Spezialgebiete. Ich habe kein Makro, das heißt, ich bin gut klargekommen mit allem bisher ohne das.
Und im Grunde sind beide gleichwertig vom Bildlook. Dieses ist teurer, dieses ist einfacher zu handeln. Und von den beiden Objektiven ist das wahrscheinlich das geheime Objektiv. Die meisten Leute denken wahrscheinlich an 85 mm, wenn sie an Porträts denken. Und die wenigeren denken an 135 mm, weil man zu weit weggehen muss, um damit zu fotografieren. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen hier rum und fotografiere mich mit beiden Kameras gleichzeitig, damit du siehst, wie es ausschaut. Vielen Dank. Ergänzung, wenn du auch Bilder haben willst in dem Look, wie die Bilder, die du hier gesehen hast, dann findest du mein Preset-Pack unten in der Beschreibung. Über 40 Presets, das heißt 40 verschiedene Looks, die dir im Grunde den Look geben, den du in diesen Bildern siehst, in Lightroom, in wenigen Sekunden, im Grunde mit ein paar Klicks. Und wenn du dich selber fotografieren willst, wie ich das ja auch mache, relativ easy peasy, dann findest du einen Videokurs, der dir alles beibringt, wie du dich selber fotografieren kannst, wie ist die Kameraeinstellung zu machen, was brauche ich für Equipment, wie stelle ich mich hin, in welche Richtung gucke ich, warum gucke ich nicht in die Kamera, sondern jetzt nach links oder jetzt nach rechts, wie bearbeite ich die Bilder im Nachhinein, dass sie einen coolen eigenen Look bekommen. Das ist alles Teil des Kurses und ich hoffe, du hast eine schöne Zeit jetzt mit mir gehabt und ich teste jetzt mal beide. Und wir schauen mal, was bei rauskommt. Passt gerade so vom Bildausschnitt. Sehr schön. Ich gehe noch einmal hier nach unten. Und vielleicht stell dich noch einmal an das Geländer. Ja. Genau so. Ja. Und bräuchte ich noch ein bisschen nach vorne? Ja, genau. So? Ja. Ich komme noch einmal von hier. Sehr schön. Okay, goodie, goodie. Perfekt. Schön eng zusammen. Ja, genau. Sehr schön. Und ich mache mal auch von jedem einfach ein Einzelbild, dann habt ihr für... Sehr schön. Und schaut euch nochmal gegenseitig an. Ja, genau. Perfekt. Und auch einmal von dir. Oder ja, komm einmal. Schaut euch auch einmal einfach an. Sehr schön. Und wir können vielleicht noch einmal uns einfach hier hinstellen. Ich schau einmal. Ich bin Jannis. Ich habe das 2014 das erste Mal gemacht. Und vielleicht noch einmal. Bleibt euch einmal auf den Tisch zurück. Und noch einmal euch beide zusammen.
Mal schauen. Sehr, sehr schön. Und gib ihm ruhig einen Kuss auf die Wange, oder? Sehr schön. Sehr schön. Perfekt. Imagine there's your dream boy coming. Very lovely. And I also take one from the other. So the other side. It looks like this. Yes. I also take one from this side. I go a little bit just like this. Yeah, looks very nice. I come one more closer, just like this. And I will go one more time a little bit further away and then finito. Pop, 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 pop. Just here. Yeah. Very nice. Perfekt. Kommt jetzt ein Auto, aber ich mache noch mal ein paar Bilder einfach so. Sehr schön. Ich gehe noch mal ein Stück zurück. Und einmal, ja, vielleicht nochmal hier an der Wand, wo die blaue Wand ist. Ja, genau, du kannst, ja, sehr schön. Schau einmal. Und schau ein bisschen so auf die andere Straßenseite. Stell dich nochmal hin. Sehr schön. Ist schön mit dem Hut. Geh noch ein Tickchen tiefer nach unten. Ja, genau. Oder sonst geh noch einen Tick zurück, dass die Fensterbank nicht mehr drauf ist. Genau, ja. Sehr schön. Kann man noch ein bisschen heller machen hier. So. Ich schau mal, dass ich dich auch ganz drauf kriege oder hab. Mal schauen. Ja. Ja. Du kannst auch nochmal auf die Straße. Setz dich nochmal hin in die Kniebeuge. Genau. Sehr schön. Komm noch ein bisschen näher. Sieh noch ein bisschen mehr dein. Mal nur das Gesicht. Und schau nochmal zu mir. Und noch einmal ohne Hut. Okay. Perfekt. Y si podéis mirar a vosotros? Muy guay. Y si, ya. Muy guay. Sí, con muy cerca. Muy guay. Perfecto. Y podéis mirar a mí? Perfecto. Voy a ver. Und willst du dich da einmal hinsetzen? Ja, sehr, sehr schön so. Und nimm mal den Schirm vor dein Gesicht so ein bisschen. Looky, looky. Sehr schön. Ja.
Okay, ich komme noch mal zu dir. Bam, badam, badam. Vielleicht noch einmal hier mit der, oder? Hier mit der Wäsche. Drehen einfach zur Wand. So ist gut. Und einfach hier vorne. Ja, so ist gut. Du musst gar nicht ganz. Ja, schön. Sehr schön. Sehr schön. Pop, pop, pop. Und einmal hier an der Wand. Wo der Besen ist? Nee, da. Ja. Ist gut, wir sind sofort fertig. Schau mal, was man da sieht. Ja, so sehr schön. Ja, sehr schön. Perfekt. Okay. Dann mal hier schauen, ob man das... Ich komme noch einmal zu dir. Sehr schön. Einmal hier mit dem Weg. Ich komme einmal hier so. So. Ja, so ist auch sehr schön. Sehr schön. Kopf noch gerade. Ja, genau. Perfekt. Sehr schön. Und knie dich noch mal hin. Ja, genau. Sehr schön. Einmal looky looky. Perfekt. Und schau auch noch mal in die Richtung. Komm noch mal ein bisschen näher. Sehr schön. Okay. Dann, ich glaube, ich wechsle noch einmal. Alter, stehen. Mit dem Objektiv muss ich immer ein Stück weiter weggehen. Und schön eng zusammen. So wie ihr einmal schauen. Und noch ein Tick enger. Ja, genau. Sehr schön. Und schaut einmal. Schaut einmal beide zu mir. Sehr schön. Und schaut nochmal zueinander. Sehr schön. Und wenn ihr möchtet, ein Kuss. Schon mehr. Wartet ihr hier? Wir warten hier. Okay. Nee. So. Bleib mal da. Bam, 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 bam. Das ist sehr schön so. Sehr schön. Und komm noch mal zu mir. Ja. Sehr schön. Einmal hier looky looky machen. Vielleicht so.
alles bei F1.2. Ja, sehr schön. 85. Kuckuck! Wo ist die Mama? So, wir schauen einmal. Sehr schön. Und dreh dich nochmal zur Brücke. Sehr schön. Und noch mal zu mir. Ba, 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 bam. Vielleicht mal hier auf F1.2. Ba, 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 bam. Sehr schön so. Einmal so schwuppdiwupp. Und dreh dich noch mal. Drehen! Und einmal durchs Haar. Sehr schön. Perfekt. Okay. Ja, so. Und schau noch mal hier den Weg. Und schau noch mal ein bisschen zum Wasser. Dreh dich mal zum Wasser. Ja, genau, so ist sehr schön. Bleib mal so. Und komm noch ein bisschen hierher. Und dreh dich just like this. And maybe when you lean a little bit like this. Okay. Ah, ja. And I will go a little bit. Yeah, that's fine. And when you look a little bit to the sun. Very nice. I can show you how it looks like. Like this? Yeah. And maybe when you look over to the other side, okay. Just imagine there's your dream boy coming. My dream boy. So I can show you some pictures. Okay, bye bye. So with this with this camera, mm-hmm. It's a really nice camera. I need to go a little bit further away, but mm-hmm. There are always some nice pictures. Maybe one a little bit on the street. Okay. Not. Let me just. Yeah, I think that's. Yeah, that or a little bit like this. Yeah. No, that's really nice. Very, very nice. Boop, boop. And nice from here. So I